Und ich hoffe, dass ich bei Ihnen allen da einen Nachdenk- und Überlegungsprozess wieder mal damit in Gang setzen kann. Ja, was ist sozusagen unser aktuelles Problem? Was ist die Lage? Ich glaube, die Lage ist am einfachsten dadurch zu beschreiben, dass man sagen kann, dass das Missmanagement unserer Politik so umfassend mittlerweile geworden ist, dass es zu einer Zerstörung der Produktionskapazität und der industriellen Grundlage Deutschlands und eigentlich Europas führt. Und dieses Missmanagement ist umfassend. Es betrifft die ganze Frage der Regulierung, die Überregulierung, die unseren Mittelstand insbesondere, aber auch unsere Industrie trifft, ist so gewaltig, dass sie viele, viele Milliarden an unnötigen Kosten mittlerweile erzeugt, die in der offiziellen Statistikberichterstattung komplett unter den Tisch fallen oder heruntergerechnet werden. Ist natürlich klar, dass wenn selbst das Statistische Bundesamt, was ja auch ein Bürokratieapparat ist, die Bürokratiekosten schätzen soll, dass dann nicht das rauskommen kann, was eigentlich Realsache ist. Das betrifft das ganze Thema Steuern und Abgaben. Da ist Europa Weltmeister und Deutschland ist innerhalb Europas Europameister. Das betrifft die ganze Frage der Lohnstruktur, die aber nicht vor der absoluten Höhe der Löhne zu sehen ist, sondern eher vor der Frage, was bekomme ich denn für mein Geld? Und da wir eine Bildungskatastrophe erster Klasse erzeugt haben, ist es so, dass die Lücke zwischen dem, was geleistet wird und dem, was gefordert wird, an der Stelle immer größer wird und dass das das eigentliche Lohnproblem ist, vor dem wir stehen. Das betrifft auch natürlich das Thema ESG, also Environment and Social Governance, wie es so schön heißt, wo wir es erleben, dass durch einen gewaltigen Eingriff in die gesamten Kapital- und Finanz- und Kreditmärkte enorme Verzerrungen bei den Kapitalallokationen, bei der Kreditvergabe und so weiter ausgelöst werden, die wir noch bereuen werden. Das betrifft unsere Energiepolitik, die insbesondere die energieintensiven Branchen immer weiter an den Abgrund oder eigentlich darüber hinaus führt, dass es ist nicht mehr möglich, in den energieintensiven Branchen in Europa kostendeckend zu produzieren, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und es betrifft Aspekte der Geopolitik, insbesondere auch der Art und Weise, wie wir mit der Krise im Osten umgehen. Das wird auf die Dauer ökonomisch so nicht durchzuhalten sein, egal wie moralisch oder ethisch man dieses Thema betrachten mag. Ja, wo fangen wir an? Wir fangen einfach mal an, dass die Frage ist, welche Art politischer Klasse macht sowas? Und es gibt ja diesen alten Begriff, den von Hayek geprägt hat, schon in den 50er Jahren, nämlich von der Anmaßung des Wissens. Hayek hat immer gesagt, die Politik maßt sich das Wissen an, das sie gar nicht hat. Politik und Wirtschaftspolitik beruht immer auf der Annahme, dass der Staat es besser weiß, mit anderen Worten, dass die Politiker es besser wissen. Jetzt erinnern sich die älteren Semester unter uns vielleicht noch, dass wir früher eine andere Qualität von Politikern hatten. Also als von Hayek dieses Diktum formuliert hat, dass die Politiker glauben, es besser zu wissen als der Markt und dass sie damit falsch liegen, weil sie auch nicht mehr Informationen haben als der Markt. Da konnte man sozusagen noch beruhigt sein, dass der Unsinn sich in Grenzen hält, weil damals hatten wir noch eine relativ gebildete Politikerklasse. Die haben wir mittlerweile nicht mehr. Und das ist interessant zu beobachten, dass zwischen dem Grad des Wissens und der Anmaßung des Wissens eine immer größere Lücke klafft. Das heißt also, die Anmaßung des Wissens wird umso größer, je geringer das Wissen bei der entsprechenden Person ist. Umso weniger einer weiß, umso mehr glaubt er zu wissen. Umso weniger unsere politische Klasse an Bildung vorzuweisen hat, umso aggressiver greift sie ein in ein Räderwerk, von dem sie überhaupt gar kein Verständnis hat. Null. Null Komma gar nichts. Sie hat kein Verständnis davon. Und jedes Wort, das aus ihrem Munde kommt, zeigt nicht nur ihre Bildungsferne, sondern ihre komplette Ignoranz hinsichtlich grundlegender wirtschaftlicher und auch wissenschaftlicher und logischer Zusammenhänge. Und diese Anmaßung des Wissens ist deswegen für uns noch problematischer geworden, weil wir jetzt mit einer politischen Klasse zu tun haben, die uns im Grunde genommen ja in ihrer Hybris noch Dinge vormacht, von denen konnte von Hayek vor 50, 60 Jahren noch nicht mal träumen. Ja, das heißt also, es gibt dieses Auseinanderklaffen zwischen Wissen und Anmaßung des Wissens. Und das führt dazu, dass all die Dinge gemacht werden, über die wir gleich sprechen. Dann gibt es noch ein anderes kognitives Dissonanzphänomen, wenn man so will. Und das hat was mit dem gewaltigen Vertrauensverlust zu tun, den nicht nur die Industrie, sondern mittlerweile der Bürger insgesamt in die Politik haben muss. Dieser Vertrauensverlust,
der basiert vor allen Dingen auf zwei Elementen. Das eine ist, dass es kein Vertrauen mehr gibt, dass die Politik und der Staat das Eigentum noch respektiert. Enteignungen werden erwartet, Zwangsbeleihungen werden erwartet. Man macht Maßnahmen, die den Immobilienbesitz entwerten, indem man einfach so mal aus der Lameng heraus vorschlägt, 30 Millionen Heizungen sozusagen zu entwerten. Sie nicht, dann hinterher rudert man dann zurück, wenn man merkt, dass man sich komplett verstiegen hat, was nur die Ahnungslosigkeit des eigenen Tuns und Handelns und Redens demonstriert. Man kommt mit Dieselfahrverboten ums Eck, die vollkommen unsinnig und wissenschaftlich unbegründet sind, und entwertet damit den Bestand an Dieselfahrzeugen im Land. Das heißt also, all das sind enteignungsgleiche Eingriffe, die das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit untergraben. Zudem haben wir natürlich eine Situation, dass eine immer mehr politisierte Richterschaft und eine immer mehr politisierte Staatsanwaltschaft und Behörden dem Rechtsstaat weitere Nadelstiche versetzen und das Vertrauen der Menschen in diesen Rechtsstaat weiter untergraben. Das sind fundamentale Wahrnehmungsprobleme. Nicht nur in dem Sinne, dass die Menschen das so wahrnehmen und deswegen entsprechende Konsequenzen ziehen, sondern Wahrnehmungsprobleme im Sinne, dass sie eben nicht mehr wahrnehmen, dass ihre Interessen, ihr Eigentum und das, was sie quasi als Planungssicherheitsgrundlage haben, geschützt sind. Dieser Vertrauensverlust wird jetzt durch real- und geldwirtschaftliche Themen quasi ergänzt. Wir haben ja im Moment schon das Thema Inflation, da haben wir auch schon, ich sag mal, hinreichend und im Detail darüber diskutiert. Wir haben ein Geldsystem, das am Limit ist. Die EZB hat jetzt verspätet und zögerlich reagiert. Sie hat, wenn man es mal am Beispiel Italien anschaut, dort haben sich die Zinsen auf Staatsanleihen über das Spektrum der Laufzeiten um etwa 3% erhöht. Wenn wir die Inflation zum Stehen bringen wollen, müssten wir mindestens weitere 4%, wahrscheinlich mehr, aber rechnen wir mal vorsichtig mit 4% zusätzlich erhöhen. Und wenn wir uns jetzt mal die Laufzeitenstruktur der italienischen Staatsanleihen beispielsweise anschauen, die sehr stark am kurzen Ende investiert sind, beziehungsweise geliehen sind, weil man natürlich noch die paar Zehntel Basispunkte, die kurzfristige Verschuldung erbracht hat, auch noch mitnehmen wollte auf Seiten des italienischen Staatssäckels. Bedeutet das, dass mit jedem Jahr, das vorbeigeht, diese Zinserhöhungen in tatsächlich abfließende zusätzliche Zinszahlungen aus dem italienischen Staatshaushalt einhergehen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass weitere 4% erforderlich sind, dann bedeutet das, dass die 40 Milliarden zusätzliche beziehungsweise die Verzehnfachung von 4 auf 40 Milliarden Zinsausgaben in Deutschland, dass die sozusagen ein Schatten nur dessen sind, was die Italiener vor sich haben, obwohl ihre Volkswirtschaft nur etwa 60% so groß ist wie die deutsche. Da werden nach meiner Simulationsrechnung im ersten Jahr 26 Milliarden zusätzliche Zinsen fällig, im zweiten schon 45, im dritten schon 60, im vierten 74. Das endet so nach 4, 4,5 Jahren bei 100 Milliarden. Aber auch nur unter optimistischen Zinsannahmen. Was das für die Geldpolitik bedeutet, da komme ich gleich noch drauf. Aber was wir wissen, ist, dass das ja nicht nur Italien betrifft. Das betrifft auch Frankreich, das betrifft Spanien, das betrifft Portugal, Griechenland. Da kommen ein paar hundert Milliarden zusätzlicher Zinsaufwand auf die europäischen Südländer zu. Das Zweite, was wir monieren müssen und worüber wir uns jetzt beklagen können, ist, dass die Signalfunktion des Geldes für Knappheiten ausgehebelt ist. Oder sind. Wir haben im Grunde genommen durch die Geldpolitik dafür gesorgt, dass die relativen Preissignale im Markt durch die absoluten Preissignale, nämlich die Preiserhöhung auf breiter Front, überlagert werden und dass die Wirtschaftssubjekte, mit anderen Worten die Unternehmen, die großen wie auch die mittelständischen, keine Möglichkeit mehr haben, ihre Wirtschaftlichkeitsrechnung inflationsadjustiert anständig zu rechnen. Warum nicht? Selbst wenn Sie die Inflation einberechnen, dann liegt zwischen dem, was man Sie kaufen und dem, was Sie verkaufen, ein bestimmter Produktions- und Umsetzungszeitraum Ihrer Wirtschaftsrechnung. Und in diesem Zeitraum des Einkaufs, der Verarbeitung und des Weiterverkaufs kann die Inflation Boxsprünge machen. Denn umso höher sie ist, umso volatiler wird sie auch. Wir werden am Samstag in Neapel im Detail darüber diskutieren, über die Modellrechnung, was das genau bedeutet. Nämlich, das bedeutet, dass wenn die Produzentenpreisinflation weiterhin so auf dem mittleren zweistelligen Niveau 30 bis 50% verharrt,
dass dann ein Produktivitätswachstum in der Volkswirtschaft nicht mehr möglich sein wird und damit auch ein Wirtschaftswachstum nicht mehr möglich sein wird. Im Gegenteil, es wird zu einer Wirtschaftsschrumpfung kommen. Und bevor jetzt die Proponenten und Advokaten des Zero Growth, der Zero Growth Ideologie auf der grünen Seite in Triumphgeheul ausbrechen, ob dieses Umstandes, eins können wir jetzt schon sagen: Die Produktivität wird zurückgehen, die Wirtschaftsleistung wird zurückgehen, aber der Ressourcenverbrauch an Rohstoffen und Umwelt wird nicht zurückgehen, weil eben die Produktivität schrumpft und nicht wächst. Und wachsende Produktivität bedeutet Ressourcenschonung und fallende Produktivität bedeutet Ressourcenverschwendung. Also diese Signalfunktion ist ausgehebelt und gleichzeitig switchen wir jetzt in der vom Bundeskanzler sogenannten Zeitenwende, die wir angeblich seit einem Jahr, nämlich seit dem 24. Februar 2022, dem Tag des Kriegsbeginns in der Ukraine haben, auf Kriegsproduktion hier um. Also es wird massiv in Produktionskapazitäten der Kriegswirtschaft investiert. Und man kann jetzt überstreiten, ob das Sinn macht, aber die Frage ist, wie wirkt es denn ökonomisch? Es wirkt ökonomisch als keynesianisches Nachfrageprogramm, und zwar in einem Bereich des Konsums, wenn man so will. Es wird also etwas produziert, was zwar nicht die Bürger konsumieren, aber was der Staat konsumiert. Rüstung erzeugt keine weitere Produktion am Ende des Weges, sondern Rüstung ist eine Art von Staatskonsum. Damit wird mehr Geld von den Investitionen in den Konsum umgesteuert und die wirtschaftlichen Wachstumsimpulse werden nachhaltig abgewürgt, je nachdem, wie groß dieses Programm ist. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie reagiert die EZB auf all das? Die EZB wird eine Doppelstrategie fahren, so meine Prognose. Denn sie muss einerseits, und Frau Lagarde hat es ja erstaunlicherweise auch angekündigt, sie muss einerseits die Zinsen erhöhen, um die Inflation irgendwie zu begrenzen wenigstens, wenn sie sie schon nicht reduzieren kann. Aber begrenzen möchte sie sie schon. Und zwar möglichst irgendwie so bei knapp unter 10%. Also dieses nahe, aber unter 2% ist jetzt ein nahe, aber knapp unter 10% geworden. Das ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange, aber die EZB wird mit Zinserhöhungen versuchen, das einzufangen. Meine Prognose plus 4% in den nächsten 12 Monaten über dem jetzigen Niveau. Aber da wir ja gesehen haben, dass Italien, Spanien, Frankreich und andere das nicht bezahlen können, wird die EZB zu einer Doppelstrategie ausholen. Sie wird einerseits die Zinsen erhöhen und dann in einer Art Doppelschlag, Doppelwumms oder wie immer man das nennen will, gleichzeitig wieder vermehrt Staatsanleihen aufkaufen, um die Staatsanleihenzinsen von den anderen Zinsen, nämlich denen, die die Unternehmen und die Konsumenten bezahlen müssen, zu entkoppeln. Dieser Entkopplungsversuch wird dazu führen, dass die Zentralbankbilanz schnell weiter wächst, dass das Inflationspotenzial hoch bleibt und dass die Zinserhöhungen nur eine stabilisierende, aber keine inflationszurückdrängende Wirkung entfalten werden. Und da wir gleichzeitig über die Lieferkettenproblematik und die Produktivitätszerstörung, die mit den Störungen im Geldsystem insgesamt einhergehen, eine rezessive, produktionsschrumpfende Tendenz in die Wirtschaft einführen, wird sich eine stagflatorische Lage verfestigen. Das heißt, hohe Inflation, nicht überhohe, noch nicht die Hyperinflation, sie kommt noch nicht dieses Jahr wahrscheinlich, aber eine hohe Inflation, nachhaltig hoch, die immer wieder mal über 10% oder auch mal Richtung 15% springt, mit schrumpfender Produktion kombiniert. Und diese schrumpfende Produktion wird noch verschärft dadurch, dass man das Lieferkettenproblem eben nicht löst. Wir haben zwar jetzt das Lieferkettenproblem aus Asien einigermaßen mit marktwirtschaftlichen Mitteln, wenn man so will, weil global funktioniert es noch ein bisschen, in den Griff bekommen. Es ist nicht mehr ganz so extrem wie vor einem Jahr. Aber wir haben dafür ein Lieferkettenproblem aus Osteuropa uns eingehandelt durch die Sanktionspolitik gegenüber Russland. Und wir bekommen ein drittes Lieferkettenproblem, nämlich ein internes, weil die von billigem Gas abhängige Industrie nicht mehr konkurrenzfähig produzieren kann und das einen rezessiven Impuls durch die gesamte deutsche Industrie schickt. Dieses Lieferkettenproblem wird dadurch verschärft, dass wir jetzt wieder über Protektionismus sprechen. Man hat ja sich jetzt noch nicht damit begnügt, Russland zum neuen Feind zu erklären, sondern man macht das jetzt auch mit China. Das kann geopolitisch, kann man darüber streiten, bis man schwarz ist. Aber wer glaubt, dass er das mit China machen könnte,
was wir mit Russland gemacht haben, der wird relativ schnell feststellen, dass er zwei Probleme bekommt. Erstens wird die Lieferkette aus China dadurch beeinträchtigt und diese Lieferkette hat in den letzten 40 Jahren unseren ganzen inflationsfreien Konsum finanziert. Nur, dass das mal einigen klar ist. Das heißt, wir setzen ein gewaltiges, gigantisches Inflationspotenzial frei, wenn wir gegenüber China eine protektionistische Politik betreiben. Und zweitens, wenn wir mit China eine Sanktionspolitik betreiben sollten, und auch davon ist ja mittlerweile die Rede, weil wir, das ist ja sozusagen, wir sind ja vom geopolitischen Wettbewerber zum geopolitischen Adversary, haben wir China ja erklärt, den Amerikanern folgend. Wenn wir das tun, dann werden wir feststellen, dass die Chinesen genau das Gleiche machen können wie die EU, nämlich ausländisches Vermögen im Lande beschlagnahmen und enteignen. Und da mehrere hundert Milliarden Euro allein von deutschen Unternehmen in China investiert worden sind, vornehmlich von der Automobilindustrie, würde eine solche Enteignung dazu führen, dass die Bilanzen der deutschen Autohersteller und eigentlich der europäischen Autohersteller und auch der japanischen Autohersteller einen solchen Eigenkapitalverlust erleiden würden, dass ein gewaltiges an die Jahre 2007, 2008 erinnerndes Rettungsprogramm nötig wäre. Nur diesmal nicht für die Banken, sondern für die Automobilindustrie. Das wird interessant zu beobachten sein, wie man damit umgeht, falls man tatsächlich diese Sache eskalieren lässt. Davor, vor diesem schwarzen Schwan eines Konflikts mit China kann eigentlich an der Stelle nur dringend gewarnt werden. Und was werden wir haben, wenn die EZB diese Doppelstrategie fährt? Also einerseits Zinsen rauf, andererseits Staatsanleihen stützen. Wir haben ein klassisches sogenanntes Crowding-out-Phänomen. Das heißt, die Staatswirtschaft wächst, die Privatwirtschaft schrumpft und die Inflation und die Stagflation verfestigen sich. Das Ergebnis wird eine weitere Schrumpfung unserer Einkommen sein. Wir haben ja seit Beginn der Krise vor 18 Monaten in Deutschland schon 14% Realeinkommensschrumpfung gesehen. Das wird in dem Tempo weitergehen. Das heißt also, wir werden in den nächsten 12 bis 24 Monaten wieder 10-20% Realeinkommensschrumpfung erleben und werden dann auf einem Niveau von etwa 60% der früheren Einkommen landen. Das ist das, was die große Depression 1929 bis 31 auch gemacht hat. Das ist das, worauf wir es gerade hin programmieren. Und zwar durch die Hybris der Anmaßung des Wissens. Vielen Dank, meine Damen und Herren.